und Marsch! Also der Obstanbau hat nach wie vor eine hohe Bedeutung hier in der Verbandsgemeinde Weißenturm, weil er zum einen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist und zum anderen natürlich auch ein kultureller Faktor. Früher hatte hier in Wilhelm Kehrlich praktisch jeder Obst. Die meisten stammten aus der Landwirtschaft. Durch die Realteilung und viele Kinder wurde immer wieder aufgeteilt. Und nach dem Krieg, wie auch in ganz Deutschland, überall kam die Konkurrenz. Ja, und dann wurde der Kirschen- und Zwetschgenanbau etwas vernachlässigt. Aber auch die sind relativ handlich noch. Und wir haben hier in einen solchen Pflückeimer einfach Schaumstoff reingelegt. Der größte Teil geht auf den Großmarkt, das wäre nicht alles so zu vermarkten. Ist das, ich sag mal, die bestellen und müssen wieder zurücklegen? Nein. Wir sagen praktisch einen Tag vorher an, wie viel wir am nächsten Tag abliefern, damit die zum Teil vorverkaufen können. Hier läuft!